Hallo, willkommen zurück zu White. Auf der Suche nach Nach Geistern. und einem Pin. Warum nach dem Pin? Den wir brauchen für das Büro von. Ach, ich hab ein Passwort. Hä? Ich habe jetzt mit einem Pin an Stecknadel gedacht. Persia Identity Number besser. Wetten, es taucht bei dir gleich auf. Ich weiß nicht, ob ich erst noch eine Schere finden muss. Warum eine Schere? Und außerdem, die Tür geht nicht. Ja, da war ich ja vom Klo. Die Etage wollte ich ja dir überlassen. Einfach ein bisschen länger. Das heißt ja für die Trophäe auch, dass man Geduld haben muss. Aber die hast du nicht, oder? Es kommt oft drauf an, ich glaube, man braucht dann noch einen Gegenstand dafür. Das Ding hat eine Spülung. Ja. Ja, wie muss das jetzt ja runtergespült werden? Warum ist das ganz nach unten? Von dort kommen wir ursprünglich. Ja. Warum ist denn dort hin? Oh, wirklich, nur deswegen. Du musst eh noch mal hier hin. Warum muss ich nochmal hier hin? Weil hier der Raum mit dem Pin ist. Was war das? Ja, ich habe einen Filzstift übersehen. Du wirst unbedingt den Klogeist triggern, oder? Ja. Ist ja so wichtig. Du hast doch genug Zeit dafür. Das ist eine gleiche Barriere, die ich bereits im Hauptgebäude 1 gesehen habe. Nee, damit habe ich jetzt den Ding getriggert. Den was? Hausmeister. Weiß der Hausmeister vielleicht irgendwas? Der Kloger ist so wichtig für dich. Ja, ist es. Wenn du eh schon sagst, dass du wahrscheinlich noch ein Item für brauchst, dann versuchst du es dann jetzt. Bilderschnipsel 2. Ein Teil eines zerrissenen Bildes. Es scheint, es sei noch mehr Teile notwendig, um das Bild zu vervollständigen. Was sind zwei? Aber wir haben eins doch nicht. Licht aus, Tür zu. Licht an, Tür zu. Schatzsuche. Ich habe einen neuen Hinweis zum versteckten Schatz des Musiklehrers entdeckt. Eines der Gemälde im Hast du halt Hauptgebäude Muskellehrer gesagt? des Musiklehrers. Eines der Gemälde im Hauptgebäude soll einen Schlüssel enthalten, der den Raum öffnet. Dann so dicht dran, diese Schatzsuche zu gewinnen. Ich fühle es. Schön für dich. Warum lässt du dann für andere einen Hinweis? Da brauche ich alle Teile dafür, bis ich es zusammen machen kann. Hey, Beruhigungstabletten. Mal schauen, ob ich die jetzt auch kurz einverleibe. Einverleibe, so ich und Schwämme einverleibt wurde. Was ist das für ein Raum? Warum hast du dafür so einen Schlüssel? Büro der Schulverwaltung, das haben wir aus dem Sportjacke. der Sporttag genommen, ja. Ich habe sie aufgeschossen. Aufgeschossen. Yep. Du hast den Schlüssel reingeballert. Warte, schau mal kurz an.
Dann halt nicht. Filzstift. Und die benutzt. Hast du fast benutzt, oder? Aber nur fast, oder? Ich hab sie benutzt. Oh, stimmt, ich muss das weg. Warum das Wichtige auch noch? Ich wollte gerade sagen, das benutzt du nicht. Alter. Wow. Wow. Basti so aufnehmen. Ich bleib mal kurz ruhig. Geht das Passwort hier auf? Natürlich nicht. Warum war der PIN falsch? Basti. Nein, war's nicht. 6, 2, 3, 4. Du hast die 2 zuletzt gemacht. Ne, das war doch 4. Nein, 3, 4, glaube ich. Ja, ist fast nicht. Der Hausmeister ist noch nicht getriggert. Sicher? Ja. Ich hätte sogar einfach nur Scheiße für Glück. Warum? Es geht halt nicht jede Tür. Das ist Fundbüro, soweit ich weiß. Ja, geh rein. Sobald ich da reingehe, dann trigger ich den Hausmeister. Geh ins Fundbüro. Lass mich doch mal kurz. Geh ins Fundbüro. Nein. Geh ins Fundbüro. Du hast noch immer schon alles erkundet. Nein. Was fehlt noch? Ich war hier in dem Stadtwerk noch nicht. Du bist ja direkt ins vierte Stadtwerk gegangen. Ja, und auf dem Weg da unten dann überall anders rein. Hier war nämlich die Geistergeschichte, die ewig lange. Irgendwie ist hier eine Diele weg. Kann ich da irgendwas vielleicht machen? Warte, das zurück. Da war. Interessant. Eine unerwiderte Liebe. Jan Sun, eine Elfklässlerin, ging in letzter Zeit gerne in die Schule. Der Grund dafür war der neue koreanische Lehrer. Oh. War nicht nur groß und gut aussehen, sondern auch noch nett. Er schrie nie, wurde nie wütend und führte seinen Unterricht stets ruhig. Wenn er Jeonsons Arbeit lobte, schlug ihr Herz schneller. Dem Lehrer fiel es sogar auf, als sie eine neue Brille bekam. Und er sagte, sie würde ihr gut stehen. Der bloße Gedanke an ihn ließ Jeonsun vor Freude strahlen. Jeonsun war eine recht durchschnittliche Schülerin. Genau genommen war sie ein wenig unterdurchschnittlich. Sie war weder hübsch noch niedlich. Doch stachen ihre akademischen oder sportlichen Leistungen hervor. In den letzten Jahren hatte sie zudem zugenommen und selbst ihre Mutter begann ihr Gewicht zu kritisieren. Sie war weder unter den Schülerinnen noch bei den Lehrern sehr beliebt. Sie war schlichtweg eine ruhige Schülerin, die immer da war, wo man sie erwartete. So sahen sie die Menschen in ihrem Umfeld. Jeonsun wusste selbst, dass sie nichts Besonderes war. Versuchte sich ihre Verliebtheit nicht anmerken zu lassen. Doch je mehr Zeit verging, desto schwerer fiel es ihr, ihre Gefühle für sich zu behalten. Sie erwartete ja gar keine Beziehung. Sie wollte ihm nur sagen, wie sie sich fühlte. Jeonsun nahm all ihren Mut zusammen, um einen langen Brief an ihn zu schreiben. Am nächsten Tag vor der Koreanerstunde legte sie den Liebesbrief heimlich in die Teilnahmeliste. Sie würde sich nie trauen, ihm den Brief persönlich zu übergeben. Als der Beginn der Unterrichtsstunde näher und näher rückte, schlug ihr Herz immer höher. Schließlich ertönte die Schulglocke und der Unterricht sollte beginnen. Doch der Lehrer, der die Tür hereinkam, durch die Tür hereinkam, war nicht der koreanische Lehrer. Nein, es war der Sportlehrer, den sie von allen am meisten verabscheute.
Er sagte, der koreanische Lehrer würde sich verspäten und er würde so lange die Klasse beaufsichtigen. Cheonsun stand der Schweiß auf der Stirn. Die Gedanken rasten nur so durch ihren Kopf. Würde er die Anwesenheit abrufen? Würde er den Brief finden? Wenn ja, würde er so tun, als hätte er ihn nicht gesehen? Die Wahrheit war viel schlimmer. Der Sportlehrer nahm die Anwesenheitsliste an sich, fand Jensons Brief und las ihn prompt der Klasse vor. Das Kichern der anderen Schüler füllte den Raum. Der Sportlehrer sinnierte darüber, dass selbst das dicke, hässliche Mädchen nur geliebt werden möchte. Die angewiderten Blicke ihrer Klassenkameraden machten ihr Angst. Sie alle waren ihr feindlich gesinnt. Sie fühlte sich, als wäre sie direkt in der Hölle gefahren. Just in diesem Moment betrat der koreanische Lehrer den Raum. Cheonsun erschien als ihr Retter. Er erschien verwirrt über den eigenartige Stimmung. Die eigenartige die Stimmung. Eigenartige Stimmung im Raum. Und der Sportlehrer, sichtlich amüsiert, reichte ihm den Brief. Cheonsun sah ihn an und hoffte, er würde die Lage beruhigen können. Als der koreanische Lehrer den Brief zu Ende gelesen hat. Hast du gerade koreanisch gesagt? Koreanisch Lehrer. Den Brief zu Ende gelesen hatte, sah er zu Cheonsun hinüber. Sein Gesicht war vor Ekel, Irritation und Zorn verzerrt. Es war, als würde er ein lästiges Insekt betrachten. Sie fühlte sich beschämt und verraten. Noch in dieser Nacht beging sie Selbstmord. Doch über den wahren Grund für ihren Selbstmord würde nie jemand sprechen. Alter, das ist einfach nur brutal. Hey, das hat sogar gewirkt, wer weiß drüber zu laufen. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Den Liebesbrief haben wir gefunden. Ja. Hier ist auch schon alles untersucht, oder? Nein. Obwohl doch. Hier läuft der Bunsenbrenner, oder? Ja. Der ist aus. Warum ist der Bunsenbrenner wieder aus? Ja, Zeitschaltuhr. Das heißt, du musst jetzt eigentlich in das Fundbüro gehen. Ja. Digga, bleibt nur das Fundbüro offen. Kann ich nochmal die Karte vom Hauptgebäude? Ja. Ja. Ich glaube, du kannst sogar die Karte neu bauen sehen. Klassenzimmer für Hauswirtschaft, das wäre. Ich glaube nicht, dass wir dafür die Schlüssel bekommen. Haben wir zumindest noch nicht. Oh. War das Fundbüro nicht eins weiter oben? Nee. Beim zweiten Stock. Okay. Aber geh nochmal dorthin, wo du gerade das Dokument gefunden hast. Weil ich glaube, da war was an der Wand. Nimm mal die scheiß Statue da runter. Okay. Bist du zu klein? Mhm. Verstaubter Haufen, ich hab kurze Gegenstände. Du Zwerg. Staubiges Briefpapier an Chi Won Kim. Bitte vergib mir, dass ich nicht lebewohl sein kann, gesagt habe. Ich bin gezwungen zu gehen. Und das alles aufgrund eines hässlichen Gerüchts. Solltest du dieses Gericht hören, dann glaube ich bitte kein Wort. Es ist eine Erfindung niederträchtiger Leute. Wenn ich fort bin, wirst du dich sicher langweilen, da es niemand mehr gibt, der sich deine absurden Theorien anhört. Für mich ist es ein großer Verlust, da niemand mehr meine Welt der Kunst begreifen wird. Um die Trauer des Abschieds zu mildern, hinterlasse ich dir ein Geschenk. Es ist ein Gemälde von dir mit deinem ersten Kunstwerk. Du sagtest, du hättest es gefertigt, um etwas Wichtiges zu verbergen, nicht wahr? Wie dem auch sei, ich wünsche dir viel Glück und dann geht's los. Und sein Gemälde ist das zerrissene Ding ist? Ja. Aber wie kommst. Wichser. Ich hab dich genau gesehen. Aber wie kommst du jetzt an die Stadt? Weil die brauchst du offensichtlich für den Babygeist. Versteck dich mal in dem Klassenzimmer. Der ist da drin. Ha!
Haha. Immer bekommst du ihn ab. Ich komm nicht weg. Renn einfach an ihm vorbei. Schaffst du schon. Au! Boah, Alter, das hat dir einen mitgegeben. Ja, das wollte ich eben verhindern. Welche Tür ging auf? Die rechte. Ja, wo musst du dann jetzt? Halt mal erstmal weg. Für welches Zimmer war nochmal dein... Warum ist die Tür zu? Weil ich alles zugemacht habe. Auf dem vierten Stock? Ja. Für welches Zimmer war nochmal der eine Schlüssel, den wir gefunden haben? Vom Sportlehrer? Da war ich schon drin. Achso, okay. Aber da muss doch dann eigentlich der PIN sein. Für den Raum, wo du drin musst. Hier, hier hast, unten. Hast du jetzt erste die Kabine. Geschlossene Tür entdeckt. Erste Kabine. Bitte. Was? Basti? Hörst du das? Schau mal im Spiegel. Bildschnipsel. Ich müsste jetzt eigentlich die Bildschnipsel ansetzen. Und das stimmt. Du bist eigentlich keine Ebene höher. Was? Du bist doch keine Ebene höher. Doch, zur Sache. Ich hätte so gedacht, wenn jetzt auch noch ein Jumpscare gekommen wäre beim Hausmeister. Der ist ja so geil gewesen, oder? Geh nochmal in den Raum, für den der Sportlehrerschlüssel war. Büro der Schulverwaltung. Weil eigentlich müsste da ein PIN drin sein für die erste Tür, die du versucht hast zu öffnen. Weil dafür sollst du den Schlüssel finden. Der hat dich jetzt aber gut getrollt. Da ist noch eine Tür offen. Alter, der hat dich jetzt verarscht. Das ist so ein richtiger Raum, oder? Aber ich habe kein Neonlicht. Das ist kein Neonlicht. Das ist Neonlicht. Deswegen ist es unsichtbar. Das ist gemein. Ah, da ist Hilfestellung. Ja, ich weiß. Ich sehe davon überhaupt kein Zeichen. Ach Gott. Warte mal kurz. Tatsache. Die Zeichen, die wir da rechts sind, sind da nicht drin. Entschuldigung. Das heißt, du musst die Zeichen finden, die da drin sind. Da ist aber keiner. Das war übrigens auch das Rätsel, das wo, glaube ich, kein koreanischer Typ. Also, ja. Ja. Ein nicht koreanischer. Das ist unfair. Darauf hätten die achten sollen bei der Übersetzung. Das ist jetzt gemein. Yep. Es kommt öfter mal das Gleiche mit drin. Das ist aber immer das zweite Zeichen in jedem Ding. Das ist gleich. Dann kommt's.
Ist das die Ragame? Ich müsste ja vier Zahlen bekommen. Ist es, wenn ich die Zeichen übereinander lege? Eigentlich nicht. So minimal ist das. Du musst ja mit der Vermutung recht, dass du nochmal da reingehen sollst. Ja, jetzt müssen wir mit der Lösung machen. Jetzt müssen wir mit einer Lösung machen. Ach nö. Am 9.10. ist mal sein Video geladen. 99% scheint es bei diesem Rätsel. Ja, das war Sef. Hat's nicht gelöst? Das ist, glaube ich, sogar dieses Rätsel. Ja, da war nämlich das auf dem Thumbnail. Schau mal grob durch die Kommentare. Ja, ich glaube, wir machen hier kurzen Schnitt und Drück einfach nur Peace an. so, wir haben es, glaube ich, jetzt Ja, herausgefunden. man muss zum Beispiel einfach jetzt am Der mittlere einfachsten. Punkt, der wo immer gleich ist, ist ein Minus. Eine mathematische Formel ist das. Man muss die Zeichen immer dividieren. Ja, dividieren. Also die Striche, die rechts sind, werden von dem linken abgezogen. Am leichtesten zu sagen ist eigentlich bei den zweiten, finde ich. Genau, da wird einfach das untere abgezogen. Hast du noch die beiden oberen Genau. Striche und das Eine ist 8. 8. Die Passwörter sind immer random in dem Im Remake. Remake, das ist richtig nett. Ich konnte das jetzt, die dritte Zahl, nicht ganz herausfinden. Ich nehme da jetzt einfach mal die 4. Die 4, warum die 4? Weil da oben ein viereckiger Kasten ist und ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann, weil da kein viereckiger Kasten ist. Okay. Deswegen ist es hier jetzt 2, 8, 4, 1 für mich. Das letzte auf jeden Fall eine 1. Weißt du noch, wo Ich es muss war? ein Stockwerk runter. Aber in dem Raum war da auch noch so ein PIN-Code-Schloss. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was Nee. anderes. 2, 8, 4, 1. Ich dachte 2. 814. Nein. Dip, dip, dip. Ich hoffe, es ist richtig. Und das Rätsel Lösung erwartet 2, uns 8, 4, jetzt. 1. Das ist richtig. Puh, das ist echt ein gemeines Rätsel. Ja. Wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann ein Rätsel nicht lösen, wenn man kein Koreanisch kennt. Das ist eigentlich nicht mal klar, das ist einfach nur. Du weißt ja nicht, dass das ein Minuszeichen ist.
Bericht zur Trennung des Wasserzuflusses. Der Wasserzufluss Das der war kein Minuszeichen, das Hauptgebäude. war einfach nur nicht aus, um dich zu verarschen. Nein, das war ein Minuszeichen. Nein. Doch. Nein. Wenn du es abziehen musst, dann ist es ein Minuszeichen. Bericht zur Trennung des Wasserzuflusses. Der Wasserzufluss zum Hauptgebäude wurde aus bisher ungeklärten Gründen unterbrochen. Allerdings wird ein Waschbecken im Labor im zweiten Stock im Hauptgebäude 2 weiterhin mit Wasser versorgt. Die Schüler scheinen das verstörend zu finden. Es werden umfassende Reparaturen durchgeführt, um das Wasserproblem zu behebeln. Vizedirektor Simon Lee. Nee, du sollst den zweiten, das zweite Ding einfach ignorieren. Das ist kein Minuszeichen. Es heißt jetzt mal, dass das zweite Ding einfach ignorieren soll. Second Character, let it out. Dokument des Direktors. Name Chibon Kim. Geboren 22. Januar 1970. Geschlecht männlich, Religion keine. Fach Musik. Familie keine. Besonderer Hinweis. Erstens. Beginn im Jahr 2000 auf dem Schulgelände Selbstmord. Mit 30. Nach seinem Tod haben sich weder Freunde noch Familie gemeldet. Wirkte von Anfang an zurückgezogen und exzentrisch. Hat Gerüchte über eine Verschwörung an der Schule in die Welt gesetzt und verbreitet. Zeigte Zeichen von Paranoia. Er installierte ein eigenes Schloss im Musikvorratsraum und versteckte den Schlüssel in einer Klavierbank, sodass er nicht auffindbar war. Zur Zeit seines Todes stand er unter Beobachtung. Ein Mord kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es ist jedoch aufgrund der Beweislage unwahrscheinlich. Name Na Jung Han, geboren 23. September 1980. Weiblich, Klasse 12, Klassenzimmer 11. Besonderer Hinweis. Während sie sich in den ersten 2 Jahren durch herausragende Leistungen hervortat, wurden ihre Noten ab der 11. Klasse immer schlechter. Der Grund dafür konnte nicht ermittelt werden und so schien sie schien wieder zu Hause noch an der Schule Probleme zu haben. Sie wurde tot in der Schule aufgefunden. Aufgrund mangelnder Hinweise eines Fremdenverschuldens wurde ihr Tod als Selbstmord durch Erhängen deklariert. Name unbekannt. Geboren unbekannt. Geschlecht weiblich. Adresse nicht ermittelt. Besonderer Hinweis: Diese sich wahnhaft verhaltende Frau begann vor 2 oder 3 Jahren in der Umgebung der Schule umherzuwandern. Gelegentlich betritt sie das Schulgelände, zeigt jedoch kein besorgniserregendes Verhalten. Sie könnte in den Unfall vor 3 Jahren involviert sein, doch das wurde nie nachgewiesen. Reagiert besonders empfindlich auf Alarme, Feuer- und Sicherheitsalarm, die bei ihr Krampfanfälle auslösen. Nothing. Ja, da ist ein Holzkopf. Ein Griff aus Holz. Das könnte ja irgendwo eingesetzt werden, um dich an bisher unerreichbare Orte zu bringen. Hoch. Hä? Okay. Ich habe ein Rätsel gelöst. Okay, cool. Eine Videokassette. Videokassette, eine Videokassette aus dem Büro des Direktors. Sie ist nicht beschriftet. Das ist ja auch ein Videoapparat. Na dann. Hey, was macht der Hausmeister da? Was machst du? Mal richtig schlecht drauf. Nicht dein Ernst. Wie kommst du jetzt so schnell hin? Fakultätsbüro. Nein. Ach, weil es direkt neben dran ist.
Oh, du kannst auf den Stuhl steigen. Er ist ja ganz schlau. Schlüssel für das Fakultätsbüro 2. Oh, du bist immer noch hier. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.